Und auf einmal stehen da so ein paar Viecher vor dir. Da erschreckst du dich aber. Und das Wichtige ist halt, dass du dann nicht irgendwie großartige oder waghalsige Ausweichmanöver machst. Oh Leute, so warm ist mir gerade. Jetzt habe ich da so einen Fleck auf dem Helm. Ey. Ja, guten Tacho, Leute. Heute bin ich mal unterwegs in Strahlen. Aber es ist auch echt kalt. Ich glaube, wir haben 5 Grad jetzt. Ich friere mir schon ein bisschen jetzt die Eier ab, ey, Leute. Boah, haben die halt hier behindert gemacht in Strahlen. Hier ist ja so ein Ring ums Stadtzentrum drum. Und ja, bis vor einem Jahr oder bis vor auf jeden Fall ein paar Jahren war hier halt 50, jetzt darfst du hier nur noch 20 fahren, das ist so ungewohnt. Ey, da kippst du ja bald um, ey. So ein Scheiß hier. Und dann dürfen die Fahrradfahrer und Fußgänger können sich hier bewegen, wie sie wollen, achten überhaupt nicht mehr auf Autofahrer. Und naja, komm, lass mal das Thema, sonst bin ich gleich wieder im Rampage-Modus. Habt ihr sie noch alle? Ja, meine alte Hut hier alles. Na, egal. Ab nach Hause. Das wird jetzt richtig, richtig kalt. Hab zwar schon Funktionsunterwäsche an und Pullover und alles Mögliche. Aber die Jacke ist eben auch nur eine Sommerjacke. Hose, Beine gehen eigentlich klar. Da bin ich nicht so anfällig und auch Körper und so. Ich habe ja noch meine Lederweste an. Das hält da gut ab. Aber jetzt die Arme am Anfang, bis sich das an die Temperatur hier außen gewöhnt hat, ist immer ein bisschen, ja. Ja, was soll ich meckern? Ich habe es mir ja so ausgesucht. Ich hätte ja auch eine andere Jacke anziehen können, aber wollte ich einfach nicht. Ja, wir haben ja, ja, ist ja noch Winter, wir haben ja Anfang März. Was haben wir denn heute für einen Tag eigentlich? Das interessiert mich, Scheiß. Heute ist Samstag, ich weiß aber nicht, welches Datum wir haben. Ach, was weiß ich, auf jeden Fall Anfang März und 5 Grad haben wir. Ja, ist ja jetzt eigentlich schon fast Sonnenuntergang wieder, die Sonne geht jetzt gleich unter. Und da habe ich eigentlich auch schon fast, ja, da habe ich eigentlich ein passendes Thema. Ein kleines Thema. Habe jetzt für heute nichts Großartiges irgendwie geplant. Ich dachte mir, ja, eigentlich wollte ich heute noch Motorrad waschen, aber ist mir jetzt doch zu kalt, jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde da rumzustehen und im Nassen dann nachher noch. Nee, da mache ich das lieber nachher zu Hause, ach, mit meinen ganzen Reinigern, die ich da habe, ein bisschen absprühen und sauber machen. Na, egal. Was jetzt eigentlich für... Wie soll ich sagen? Motorradfahren, so gegen Abenddämmerung, ist schon ein bisschen gefährlicher. Und zwar jetzt noch nicht, also die Sonne muss noch ein bisschen weiter runtergehen. Aber die Tiere werden ja dann aktiv. Hasen, Karnickel und was weiß ich nicht, was das alles gibt. Ich bin eine Biene. Ah, Rehe. Hab schon ein paar Rehe vor dem Motorrad gehabt. Mutter oder ja, Elterntiere mit ihren kleinen Jungen. Da war auch sehr, sehr, sehr knapp. Landstraße 100 km/h und auf einmal stehen da so ein paar Viecher vor dir. Da erschreckst du dich aber. Kann ich dir sagen, ey. Ich schon oft gehabt, richtig oft. Guck mal hier, da. Ah gut, da war jetzt eine Taube. Die fliegen ja immer. Aber es ist ja oft so, gerade jetzt so die Woche jetzt, wann war das, vor 2 Wochen, wo wir auf einmal so richtig schönes Wetter hatten, habe ich das Gefühl, die Tiere sind auch aus ihren ganzen Löchern rausgekommen. Und gerade dann auch abends viele Motorradfahrer unterwegs und auch überhaupt hast du dann ja viel mehr Menschen draußen, die dann irgendwo hingefahren sind, auch mit dem Auto und so. Und du hast extrem viele tote Tiere dann auf der Straße gesehen. Weil natürlich, du kannst nicht immer ausweichen und du fährst dann drüber. Naja, was willst du auch anderes machen? So, das ist ja, teilweise laufen die so schnell drüber, im letzten Moment sogar noch. Und du erwischst die Tiere dann einfach und ja, die sind dann leider hin. Ne? Für ein Auto ist das jetzt natürlich nicht so. Also ein Auto ist jetzt auf so Kleintiere nicht so anfällig, ne? Aber ein Motorradfahrer, und ich merke das dann, also da wo ich wohne, da habe ich dann auch so 2 Kurven und wenn die dann außerhalb, also ich wohne direkt am Ortsausgang, und da habe ich halt
drei schöne Kurven und die verleiten auch wirklich zum zügigeren Fahren. Das ist einfach, ist halt so. Jeder Motorradfahrer kennt das. Und ja, ich musste jetzt lachen, weil ich vorhin noch ein Video bearbeitet habe und ich habe so oft die Sätze, das ist halt so, rausgeschnitten, dass es mir selbst auf den Sack ging und jetzt habe ich es wieder gesagt. Habt ihr das auch so, dass euch bestimmte Wörter oder Sätze oder kleine Sprüche, die ihr so oft sagt und dann gerade bei der Nachbearbeitung, also an die Leute, die jetzt Motorvlogs machen, dass ihr die rausschneidet, weil die, weiß ich nicht, ihr sagt das so oft unbewusst und jetzt gerade fiel mir das halt ein wieder, weil hier bin ich vorhin auf der Hinfahrt gerutscht beim Runterschalten. Okay, ich war ein bisschen zügiger unterwegs, aber das ist für solche Fahrten einfach zu kalt. Ja, genau. Ich wohne ja am Ortsausgang oder Eingang, je nachdem von wie du kommst. Und da sind halt ein paar schöne Kurven und da fährst du halt, so, also ne, wenn du rausfährst aus dem Ort und da ist auch 100, dann ist das schön für einen Motorrad, wenn du deine drei Kurven schön ballern kannst, sag ich jetzt mal. Und da siehst du auch ganz oft dann Tiere kaputt und also das ist schon echt gefährlich. Ich habe das mal gehabt, da habe ich auch einen ganz, ganz kleinen Hasen, den habe ich auch nicht gesehen. Der ist mir auch vor das Motorrad auf Vorderreifen. Gott sei Dank war da keine Kurve, sondern ich bin gerade gefahren. Und das hat dann einfach so blopp, blopp, blopp gemacht. Ne? Und dann, ja, ich glaube, der war auch hin. Also ich konnte das nicht wirklich mehr sehen und erkennen. Aber ich habe mich halt so erschrocken. Und das Wichtige ist halt, dass du dann nicht irgendwie großartige oder waghalsige Ausweichmanöver machst. Ja, wenn du gerade ausfährst, dann ist sowieso das Beste, einfach drüber zu fahren. Ne? In eine Kurve, ja, ist halt ein bisschen schwierig, wenn du gerade in höherer Schräglage bist und dann kommt dir so ein Tier dann unterm Reifen, dann ist die Möglichkeit halt sehr hoch, dass sich das ein bisschen mitreißt, weil du fährst da irgendwo drüber und du hast gerade eine Kurvenfahrt. Durch die Fliehkräfte macht das ja einen Versatz dann nach außen. Ne? Und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich halt hinpackst. Ne? Das sind halt so Sachen, auf die hat man dann auch nicht wirklich Einfluss. Die passieren dann einfach. Und deswegen, also, weil ich damit eigentlich sagen wollte in diesem Video, gerade bei, wenn jetzt die schönen Zeiten wieder anfangen und wird langsam was wärmer, so wie wir das ja vor ein paar Tagen hatten, hast du natürlich viel mehr Motorradfahrer unterwegs und das ist ja auch alles schön und gut. Ist halt erstmal wieder ungewohnt dann auch. Für die Tiere, die kommen ja viel mehr raus und die kleinen Kanickels und irgendwelche Biester. Ja, dann hat eigentlich auch ziemlich gefährlich ist dann gerade bei Abenddämmerung oder morgens, wenn Sonnenaufgang ist. Also bei mir zum Beispiel auf der Nachtschicht, wenn ich dann von der Nachtschicht komme und es ist dann, ich sag mal, 15, 16 Grad morgens schon. Dann bist du ja auch in so einem gemütlichen Modus und du fährst deine Kürfchen da oder deine paar Kurven, die du hast. Man vergisst das schnell als Motorradfahrer. Das ist, da muss man sich oft mal dran erinnern, dass gerade bei so Dämmerung die nachtaktiven Tiere ja wirklich rauskommen. Die kommen Futter auf Nahrungssuche und so weiter. Und das kreuzt sich ja dann sehr, sehr oft mit den Straßen. Und der Motorradfahrer unter Umständen, wenn der halt nicht gerade optimal sich darauf vorbereiten kann, dann hat er die Arschkarte, ne? Ich meine, über so ein Kanickel, über so ein kleines Tierchen fährst du ja noch drüber. Aber wenn dann da so ein Reh ist oder vielleicht sogar ein Wildschwein oder irgendwie sowas, was richtig Körper hat, so, ne? Dann, ja, dann fährst du davor und dann fliegst du. Da kannst du auch nichts anderes machen. Das sind halt schon große Gefahren beim Motorradfahren. Ich hab das mal mit dem Roller damals gehabt. Da ist mir auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, wo der Unterschied zwischen Kanickel und Hase ist. Auf jeden Fall, da war da so ein Kavenzmann. Und da bin ich dann auch über den Feldweg gefahren und natürlich auch Abenddämmerung, weil da über Feldweg konnte ich ja natürlich ein bisschen schneller fahren. Und ja, das ist mir auch so ein Teil dann, aber nicht auf meinem Vorderreifen, hat mich da erwischt, sondern Hinterreifen. Und beim Roller musst du ja noch erwähnen, die Räder, die sind ja total klein. Also da hat mich wirklich einen halben Meter versetzt, da Dingen. Da habe ich mich, also da war ganz, ganz, ganz knapp, sonst hätte ich mich echt auf die Schnauze gelegt. Da war ich gefühlt, danach war ich auch erstmal ein bisschen geschockt, ey. Das war das erste Mal, dass mir sowas dann passiert ist, ne? Wenn du dann 16 bist oder so und dann da erschreckst du dich erstmal. Und wenn du dann da mit 90 mit so einem kleinen Roller über den Feldweg jagst, ne? Dann macht das schon ein bisschen was mit dir und mit deinem Gefährt.
Und Gott sei Dank hat mich das nicht vorne erwischt, weil ich habe mich natürlich auch noch erschrocken, wollte waghalsig irgendwelche Ausweichmanöver machen. Ja, und dann hat mich das Tier am Hinterrad erwischt, ne? Und dann, ja, ungefähr einen halben Meter warst du dann auf einmal in einer ganz anderen Richtung, wo du eigentlich hin wolltest. Ich konnte das gerade noch abfangen, aber ja, das hätte auch anders ausgehen können. Ja, und dann war das vorletzten Sommer. Jetzt, letzten Sommer war ja Corona-Zeit, da war ja nicht so viel. Aber davor das Jahr bin ich auch mit meiner Wilma hier auch, wo bin ich denn da hingefahren? Auch zu irgendeiner Party gefahren. Und auf dem Weg nach Hause war richtig schön warm. Da war auch irgendwie so ein 30-Grad-Tag oder irgendwie sowas, ne? Auf dem Weg nach Hause, da waren ja immer noch nachts dann schöne 20 Grad. Und dann fährst du ja auch deine gemütlichen Kamhachen da. Und dann auf einmal steht da so eine ganze Rehfamilie vor mir. Da war, glaube ich, 70er-Zone. Ich bin, glaube ich, 80 oder irgendwie sowas gefahren. Und ich habe einfach nur noch gebremst. Hinten, natürlich hat alles blockiert. ABS habe ich ja nicht vorne. Also ich musste da schon ein bisschen gegenarbeiten, weil das war schon sehr komisch. Also ich war wohl auch kurz vorm Blockieren oder wenn es nicht sogar blockiert hat. Also ich habe nur noch quietschen gehört. Und dann ganz kurz, also das große Tier ist nicht weggerannt. Die kleinen Babys, die waren so ein bisschen erschrocken. Die haben sich dann so ein bisschen gestreut. Aber ich dachte mir, nein. So, hat aber gepasst. Und dann stehe ich und das Tier guckt mich an. Guckt weg, läuft ganz gemütlich weiter, als wenn nichts wäre, als wenn er einfach ein Zebrastreifen für Tiere wäre. Ich dachte mir, ist das dein Ernst? Ah, da habe ich dann nochmal Glück gehabt. Ja, ich denke, ja, mit dem Auto, ja klar, die schon lange Auto fahren, werden solche Situationen schon öfters gehabt haben. Oder auch ne, ältere Motorradfahrer, ihr kennt das alle sicherlich. Aber ich sag mal jetzt, die Jüngeren, das ist halt so ein Ding, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Das sind so Sachen, die lernst du nicht in der Fahrschule. Ah, wie denn auch, ne? Fahrschule ist ja Nachtfahrt, so wie jetzt hier. Ab einer gewissen Uhrzeit, irgendwie 5 Uhr, 6 Uhr, wo die Sonne gerade mal 1 Zentimeter nach unten gesunken ist und dann nennen die das schon Nachtfahrten. Das finde ich ein bisschen schwachsinnig. Mir fällt auf, jetzt wo ich auch da Video mache und hier auch rede, ist mir gar nicht so kalt. Wenn ich mich jetzt nur aufs Fahren konzentriere, dann friere ich eher. Also jetzt auf der Hinfahrt, da waren ja nochmal 2 Grad wärmer, habe ich mehr gefroren wie jetzt gerade. Ja, hast du denn keinen Blinker, du Affe? Ich muss auch mal ausrasten. So was nervt mich einfach, ne? Aber so schönes Wetter, aber so arschkalt. Es ist richtig kalt. Aber es sieht schon schön aus, so wie jetzt hier. Ich denke mal, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, dass die GoPro das gut aufnimmt. Da hast du die Sonne, die geht schon ziemlich, ja, die geht schon Richtung, so langsam Richtung Schlafzimmer, würde ich mal sagen. Und dann hast du dieses orangene Licht, was so schön hier zwischen die Allee durchkommt. Wenn du quasi mit dem Licht fährst, so wie ich jetzt gerade, ist das super schön. Jetzt, wo die Sonne so tief ist, also entgegengesetzt, ja, ihr kennt das, ne? Das blendet einfach. Aber so jetzt richtig schön. Es sieht wärmer aus, als es ist. Aha, boah, das ist auch so ein schönes Haus. So schön auf dem Land, so ein bisschen hügelig. Boah, das wäre auch was für mich. Da hast du deine Ruhe, kannst an deinem Moped schrauben, kannst sie auch mal laufen lassen, ohne dass irgendeiner meckert. Man macht bei mir jetzt keiner, aber trotzdem. Ne, wenn man so frei wohnt. Ja, Leute, also wenn ich so daran denke, wenn euch meine Videos gefallen, jetzt muss ich auch mal ein bisschen Werbung machen und euch mal dazu animieren, meinen Kanal zu abonnieren, dann abonniert doch mal meinen Kanal, liked meine Videos, kommentiert meine Videos. Mittlerweile habe ich ja doch schon so ein paar Eierköpfe, die mir folgen. Also ihr seid alles meine Eierköpfe. Ich freue mich darüber. Also Leute, immer schön ein Abo dalassen. Könnte sich lohnen. Oh Leute, so warm ist mir gerade. Übrigens jetzt, was heute Samstag, morgen werde ich interviewt. Also wenn ihr das Video seht, dann ist dann alles schon passiert. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann schon hochgeladen ist. Der Plan für morgen Abend ist, dass ich interviewt werde von Gang rein und los, nennt sich das. Das macht der Tom von der Ausreiter. Der interviewt mich über meinen YouTube-Kanal. Und ja, da bin ich mal gespannt, was dann da morgen bei rumkommt, was rauskommt. Und na, ich kenne sowas ja auch nicht. Ne? Das ist alles sehr neu für mich. Und auch die ganze YouTube-Geschichte, das ist ja, auch wenn ich jetzt ein Jahr dabei bin und mich da gut reingefunden habe, aber es sind Sachen, die passieren gerade so, das ist alles so ein bisschen Neuland. Aber ich freue mich so, wenn es mal was wärmer wird.
Ich schätze mal, das wird so um Ostern und nach Ostern passieren. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn meine... Ja, Shopper kann man dazu ja schon gar nicht mehr sagen. Das ist ja schon mehr so Richtung... Ja, geht ja schon Richtung Bäcker eigentlich. Wenn ich dann meine Koffer dann mal dran hat und so. Wenn ich damit das erste Mal fahren kann. Ja, das dauert noch alles ziemlich lange und ist ja noch nicht fertig. Und dann muss ich ja noch zum TÜV. Mein Ziel ist es auf jeden Fall dieses Jahr, die noch auf die Straße zu bekommen. Aber ja, sind halt noch ein paar Investitionen, die getätigt werden müssen. Ne? Aber so im Großen und Ganzen, da ich jetzt ja weiß, dass der Motor läuft, bin ich auf jeden Fall beruhigt jetzt. Also war auf jeden Fall nicht die Katze im Sack. Hätte sein können, dass der Motor nicht läuft. Sehe ich nicht schön als, wie heißt das, Silhouette? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ich bin schon ein bisschen bescheuert, oder? Na Leute, dann, was soll ich sagen, es ist kalt. Ich verpiss mich jetzt schnell nach Hause und wärme mich schön auf. Heute Abend trinke ich mir einen kleinen Whisky. Als kleinen Erfolg, dass meine VN1500, also das Eisenschwein, dass der Motor grundsätzlich schon mal läuft. Klar, das ist alles noch nicht perfekt, da ist noch was zu machen und so, aber der Motor ist heile, er läuft, er hat sich auch ganz gut angehört und darauf trinke ich mir einen Whisky, den ich mal geschenkt bekommen habe, einen teuren Whisky. Leute, wenn ihr mehr meine Videos sehen wollt, dann lasst doch mal ein Abo da, liked mir auch mal das Video und lasst doch mal ein paar Kommentare da. Und hier kommen auf jeden Fall öfters Videos, das kann ich euch schon mal versprechen. Skorpedius meldet sich ab, verzieht sich jetzt in seine warme Höhle zurück und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute!